Beladene Schiffchen in 20 Minuten. Los geht's. So, und Schiffe müssen immer beladen sein. Genau aus diesem Grund habe ich hier ein paar Salamischeiben. In diesem Fall sind es vier. Ihr könnt das natürlich gerne anpassen. Esst ihr gern Salami, nehmt ihr mehr. Esst ihr sie nicht so gerne, lasst ihr sie weg. Wie auch immer, ist wirklich sehr variabel dieses Rezept, aber super lecker, super schnell gemacht und es passt perfekt zum Grillabend. Die Jungs sitzen auch schon draußen, die warten auch schon. Ich habe gesagt, ich verschwinde jetzt mal kurz. Ich hoffe, die können die 20 Minuten mal warten. Wie ihr seht, ich habe jetzt einfach nur mal ein paar Streifen geschnitten. Ihr könnt auch Würfel nehmen, das ist wirklich total egal. Ich bevorzuge Streifen. Zur Salami passt natürlich auch der Kochschinken sehr gut. Hier habe ich mal zwei Scheiben genommen. Und da machen wir genau das Gleiche und dasselbe. Jörgi, ich habe wieder kein nasses Tuch untergelegt. Was Ja, sagst du hallo. dazu? Hallo, heute Jörgi ist natürlich auch mit dabei. Der ist heute mal hinter der Kamera. Ach, wisst ihr, ist auch ein schönes Gefühl, ne? Nicht immer so im Mittelpunkt zu stehen, ne? Der Timmy wirkt heute nämlich für euch jetzt hier. Ja, Genau. Timmy, eine Fachfrage schon wieder. Was für Salami war das? Geflügelsalami oder Schweinesalami oder Rindersalami? Ich würde jetzt mal als erstes sagen, Fachfragen sind heute nicht gestattet. Ach so, danke. Ne? Nein, es war ganz normale Salami, keine Geflügelsalami. Könnt ihr natürlich auch gerne nehmen, wenn ihr wollt. Das ist alles gar kein Problem. Es ist wirklich sehr variabel hier. Schaut mal, ich habe hier Frischkäse mit Kräuter. Ihr könnt auch ohne Kräuter nehmen. Das ist euch wirklich freigestellt. Es ist, wie gesagt, sehr variabel, dieses Rezept. Super einfach, super schnell, super lecker. Worauf ihr Bock habt, nehmt ihr einfach. Sind in etwa 150 Gramm. So, da ich schon fleißig war, ich weiß, bei Jörki guckt ihr ja auch nicht gerne so zu, wenn er Sachen vorbereitet. Ich habe hier noch eine weiße Zwiebel geschnitten. Komischerweise hatte Jörg heute keine roten mehr. Ich glaube, die hat er die Woche schon aufgegessen. Hier habe ich noch ein bisschen Streukäse. Da könnt ihr Gouda nehmen, da könnt ihr Maßdame nehmen, da könnt ihr Edamer nehmen. Sucht euch das einfach aus. Das, was euch schmeckt, das nehmt ihr und ich zeige euch auch gleich, wie man das belegt. Belegen kann, ist euch freigestellt. So, wir kommen zum wichtigsten Teil. Und zwar habe ich hier einen Blätterteig. Den habe ich ganz kurz in den Froster gepackt, dass der ein bisschen härter wird. Weil desto länger man ihn draußen hat, desto weicher wird er. So, wir teilen uns den einmal in in der Mitte. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Wir haben ihn einmal in der Hälfte geteilt und nun versuchen wir, ich sag versuchen wir mal gleich große Quadrate auszuschneiden. Können auch Rechtecke werden, wie ihr seht. So, die packen wir einmal beiseite. Genauso machen wir das auch mit der anderen Hälfte. Auspacken ist immer was Feines. Weihnachten ist ja auch gar nicht mehr so weit entfernt, Oh, da sage habe ich ich schon jetzt gute mal. Ideen, Timmy. Da dürfen die Leute aber gespannt sein, ne? Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, eventuell bist du auch in einem Paket, habe ich gehört. Ich würde jetzt da mal nicht zu viel verraten. So, alle Teile in gleich große Vierecke geschnitten. Zumindest haben wir es versucht. Ganz wichtig, wir brauchen eine Hausordnung. Ich denke mal, die hat jeder zu Hause. Kleiner Spaß. Nudelholz oder irgendwas ähnliches reicht aus. Damit rollen wir nun einmal hier drüber. Dass sich das verklebt, ist natürlich jetzt nicht so optimal. Aber ich denke mal, ihr wisst, was eure Aufgabe ist. Und das Ganze machen wir nun bei allen acht Teilen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Hausordnung kommt beiseite. Als nächstes, wir haben den Blätterteig platt gedrückt und nehmen jetzt zwei Seiten, rollen sie aber wirklich nur ganz leicht an. Zwei, drei Umdrehungen, das reicht schon. So wie hier, wie ihr es gerade seht. Und dann nehmt ihr beide Enden und drückt sie zusammen. So, schaut mal. Augenmaß und Handgewicht verlässt den Timmy heute auch nicht. Genau, heute bin ich auch mal dran. Heute verlässt mich das alles auch mal nicht. Hier machen wir genau dasselbe. Leicht anrollen. Das ist wirklich total, total simpel. Also das bekommt wirklich jeder hin. Hier dann die beiden Enden einmal zusammendrücken.
Hier machen wir genau dasselbe. Und hier könnte man schon fast die Form eines Schiffchens erkennen. Wir schauen mal, wie das aussieht, wenn das komplett fertig ist. Genauso machen wir jetzt alle anderen restlichen 6 Blätterteig-Quadrate auch noch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, genau wie bei Jörki, denke ich mal, bei der Vorarbeit wollt ihr mir nicht allzu lange zuschauen. Wir wollen hier kein 2-Stunden-Rezept draus machen. So lange dauert das nämlich auch nicht. Ich habe hier, wie gesagt, den Frischkäse mit Kräutern. Den nehmen wir jetzt und bestreichen einmal unsere Schiffchen. Da könnt ihr gerne selber entscheiden, wie viel ihr von dem Frischkäse nehmen wollt. Das ist jedem freigestellt. Wichtig, wie ihr seht, ich habe jetzt einfach mal von dem Blätterteig, da ist ja mehr Backpapier unter, den habe ich jetzt einfach mal mit zugeschnitten und habe den drunter gepackt. Das Ganze wird nun schön verstrichen, dass wir hier überall schön viel Frischkäse haben. Ich persönlich finde Frischkäse wirklich super lecker, deswegen seht ihr auch, dass ich hier ein bisschen mehr drauf mache. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen weniger nehmen. Wie gesagt, es ist euch freigestellt. Nehmt so viel ihr wollt. Belegt, was ihr wollt. Das ist wirklich nur ein kleiner Vorschlag, dass ihr mal eine Idee bekommt, was man aus so einem Blätterteig machen kann für einen perfekten Grillabend. Die Jungs draußen freuen sich auch schon. Die sind schon ganz heiß drauf. Wir kommen aber auch schon fast zum Ende. Jetzt wird es aber nochmal interessant. Und zwar, die anderen 4 Schiffchen, die liegen noch am Dock, ne? Die kommen ein bisschen später dazu. Wir haben uns ja vorhin ein paar Salamistreifen zugeschnitten. Belegen könnt ihr das Ganze, wie ihr wollt. Da ist euer Kreativität, Entschuldigung, da könnt ihr einfach freien Lauf lassen. Das ist wirklich, ob ihr Salami nehmt, ob ihr Kochschinken nehmt, ob ihr Fleischwurst nehmt. Ihr könnt natürlich auch gar keine Wurst nehmen. Ihr könnt Tomaten nehmen, Paprika. Also das ist wirklich unendlich erweiterbar, dieses Rezept. Hier haben wir jetzt noch den Kochschinken zum Beispiel. Den können wir mittig rauflegen. Sagt ihr, ach, Kochschinken, geile Geschichte. Nehmt ihr einfach doppelt Kochschinken. Mögt ihr nur Salami, nehmt ihr nur Salami. Also, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Legt das kreuz und quer. Schaut euch das an. Wir können das über ein Kreuz legen. Wir können ein Doppelkreuz legen. Das ist wirklich total egal. Hauptsache, es schmeckt euch. Und das ist das Wichtigste. Als nächstes habe ich hier ja meine Zwiebel, die ich schon fein geschnitten habe. Das wollte ich euch nun nicht auch noch zeigen. Ich glaube, ihr habt schon oft genug gesehen, wie wir Zwiebeln geschnitten haben. Einfach. Oh, der Timmy hat sich heute eine leckere Sache ausgesucht. Aber mir gefällt es auch hinter der Kamera, du. Ja, dann hoffe ich mal, dass dir das auch schmeckt, lieber Jörki. Ich freue mich schon irgendwie. Ja, genau so soll es sein. Und wir belegen nun unsere Schiffchen mit unseren Zwiebeln. Ihr könnt auch rote nehmen. Ich merke schon, Jörki ist ein bisschen unruhig hinter mir. Der steht ja hinter mir, der guckt mir so ein bisschen über die Schulter, was einen so ein bisschen nervös macht. Aber das ist für mich kein Problem. Ihr könnt auch gerne rote Zwiebeln nehmen. Ihr könnt die Zwiebeln auch weglassen. Ihr könnt auch gerne Paprika stattdessen nehmen. Ist alles gar kein Thema. Nun kommen wir noch zu unserem Streukäse. Der darf natürlich nicht fehlen. Nennen wir die drei magischen Worte. Richtig. Überback es mir. Na, Jörgi? Ja. So. Mit dem Käse wollen wir mal auch nicht sparen. Käse ist geil, Käse ist lecker, Käse macht Spaß. Ach so, einen hätte ich noch. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ob Timmy jetzt irgendwie ein Zertifikat für diese wunderbare Sache ausgestellt werden sollte. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Und vor allem, die spannendste Frage ist ja eigentlich, wollt ihr mehr Rezepte auch mal von mir sehen? So als Hobbykoch, der gerne mal was ausprobiert, der Spaß am Kochen hat und sagt, einfache, schnelle, leckere Sachen sind cool, zeige ich euch mal. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, die 4 sind fertig. 4, wie gesagt, sind noch beim Doc.
Ich habe den Backofen vorgeheizt auf 200 Grad Umluft und unsere Schiffchen kommen nun erstmal für circa, ich sag mal, eine Viertelstunde in den Backofen, je nachdem, wie gut euer Backofen drauf ist. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Bis in der Viertelstunde, beziehungsweise ein paar Minuten mehr. Und genau so sieht das Ergebnis nach einer Viertelstunde aus. Liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss euch aber auch leider mitteilen, dass dieses Video das letzte Grilltour 2023 Video ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jörgi? Mir hat es natürlich auch wunderbar gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Jahr wieder mit dabei seid. Eure Mecklenburger Kochbuben.